Hallo meine Pokéfreunde, Pokédenten, willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier stehen geblieben bei Azure City. Ich bin zurückgegangen nach Azure City, um mir erstens mein Fahrrad zu holen, was ich natürlich verdient habe, wie alle wissen. Ja, das eigentlich 1 Million Euro kostet, aber naja, wir kaufen es halt ganz umsonst, ne? Wir haben ein Ticket. Ja. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gibt dir. Einfach so. Mike tauscht den Radcoupon, vor allem gegen das Fahrrad. Nice. Gut, wir haben jetzt auch ein Fahrrad. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie hotkeyen kann, also dass ich das irgendwo auf der Taste belegen kann, aber ich glaube nicht. Ich glaube, gab es damit noch nicht. Was ich einmal machen kann, ist mit Select das nach ganz oben tun. Irgendwo nach oben. Zum Beispiel dahin. Und dann haben wir es so. Und wenn ich jetzt einmal fahre, Mike steigt das Fahrrad. Wir fahren Fahrrad hier. Mit cooler Mucke, die mir gefällt. Die regiert gleich mal die Welt. Ja, das ist mal super tolle Musik. Mit der gehen wir jetzt einfach in die nächste Route hinein. Das wird doch auch super. Fahrrad. Oder, du trägst Pokémon bei dir. Lass uns kämpfen. Gut. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, dann habt ihr ein bisschen was verpasst, denn unsere Pokémon haben sich entwickelt. Ja? Die meisten davon haben sich entwickelt. Wie hier zum Beispiel Satzi. Na toll, was? Komm, wir brauchen Patex. Patex muss ich auch mal entwickeln, genauso wie Shillock. Tabogan und Shillock müssen wir auch entwickeln. Und ja, dann haben wir eigentlich ja schon alle. Und Tegaria kann sich nur mit Blattstein, glaube ich, entwickeln. Ja. Soweit ich weiß, jetzt weiß. Killen wir das Meryl jetzt. Nicht mehr. Hä? Mirabel, was glaube ich? Ach, das sind 4 Pokémon. Knuffensa, Schüssel. Einfach bekämpfen. Bla bla, ja, ja. Brauchen wir nicht. Langweilig alles. Knuffensa, schon wieder. Was ist denn das los? 26! Läuft. Du hast gewonnen. Das siehst du richtig. Und dann ist die Musik wieder da. Mit TM 30. Nice, was ist denn das? Wir haben TM bekommen. Wir haben eine TM bekommen. Ich frag mich, was ist denn nur da drin? Teleport! Ist das dein Ernst? Das ist immer das Unnötigste. Der Unnötigsten. Oh Gott. Ach, das stimmt, ja. Ist ja vergiftet, da brauchen wir Gegengifte. Anwenden, yeah. Patex ist jetzt wieder heil und gesund. Guten Tag. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Da spielen wir ein bisschen Pokémon. Nee, trainier doch einfach. Dann könntest du auch gegen mich gewinnen jetzt. Bist du so schlecht. Ach, mach Rolle Level 20, Digga. Lass doch mal entwickeln, du Lutscher. Kleiner Lutscher. Komm, das spulen wir einfach vor, wenn wir die Pokémon alle gesehen haben. Oh, Onix. Der hat Onix. Läuft bei dir, Diggi. Level 20er Onix. Er könnte der neue Rocco werden. Da kann es sehr effektiv. Onix wurde besiegt, saß er ein Level. Und das war's für ihn. War das etwa schon alles? Oh, ich habe kein einsatzbereites Pokémon übrig. Hast du jetzt gemerkt? Okay. Okay, hallo. Ha, wie wäre es mit einem Kampf? Ja, gerne. Ich muss meine Pokémon eh noch ein bisschen trainieren. Vor allem eigentlich noch Schiller, wie gesagt. Was hat er denn für Pokémon? Ach, nur Clancher und sowas. Ja. Das ist ja Müll hier. Oh nein, Level 23. Noch Onix. Was ist denn los? Das war's schon. Haha, ein fairer Kampf. Ja, fair war eigentlich. Na, okay, fair. Ich hatte halt ja kein Pokémon. Ob man das als fair nennt, ist ihm sein
so eine Sache. Route 9, Azuria City, Felstunnel. In den Felstunnel müssen wir, damit wir nach Lavandia können. Guten Tag. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Das siehst du richtig. Denn von Lavandia aus kriegen wir nämlich etwas, womit wir das Relaxo, zumindest von Relaxo rübergehen können. Sag ich mal so. Das Relaxo haben wir noch nicht gesehen. Aber ist auch nicht so schlimm. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Die Folge war jetzt schon zu Ende und deshalb habe ich es nicht mehr geschafft. Komm, Skröte. Entwickle dich jetzt mal. Viele Leute, die meisten Leute haben dich schon als Totok hier. Und ich auch nicht. Das ist Schande für mich. Das geht doch nicht. Lumanda! Danke für den neuen Eintrag in Pokédex. Schnell und präzise besiegt. Das stimmt. Okay. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokon zu pflegen. Ach nee, sagt mir sicher Kukuna und Safcon, die nur Hätter können. Bitte nicht. Oh, wahrscheinlich, oder? Ja. Nee, Biebe. Oh! Biebe. Oh, impressive. Very impressive. Patex wird dich richtig zerstückeln, meine kleine Freundin. Furienschlag. Ach so, Furienschlag war das. Ich dachte, wie das heißt. Furienschlag, das. Ja, dreimal getroffen. Es kann bis zu fünfmal, glaube ich, treffen. Mit Stoß. Bibo, da habe ich schon recht Respekt vor. Bibo kann unter anderem sehr stark sein. Sehr stark. Nice. Bibo, schon wieder. Schade. Ich dachte, der hätte noch Smetbo, aber naja. Nicht so schnell. Das war's schon. Die sind nicht wirklich stark, gerade bei ihm. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Nee, nicht wirklich. Ich habe ein paar Level bekommen und ein bisschen Geld. Also für dich war es Zeitverschwendung, ja. Für mich aber nicht wirklich. Haha. Pech gehabt. Das Leben ist wirklich unfair, ja. Hallo. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Ich habe alle Käfer-Pokémon. Was ist los mit denen, Mann? Oh Mann. Drei Pokémon hat er. Einmal ein Raupi. Ein sehr schönes Raupi. So, wieder ein Fall für Partex-Man. Fanschuss, ey. Das brauchen wir alles nicht. Tschüss. Hornio, nee. Brauchen wir nicht. Blutzug. Oh, Blutzug sieht wirklich gut aus. Nur hat, sieht irgendwie aus, als hätte den Schnabel. Sieht ihr das auch? Irgendwie schon. Naja, ist nicht schlimm. Das war's auch so. Meine Käfer-Pokémon. Ja, die wurden zerstückelt. Ich gehe durch den Felstunnel nach Lavandia. Lavandia, sorry. Lavandia wird es ausgucken, nicht Lavandia. Lavandia. Ich sag eigentlich immer Lavandia dazu, aber nicht so wie Lasagne, aber keine Ahnung. Wie spreche ich das mal aus? Schreibt es mal in die Kommentare, wie ich das ausspricht. Ich spreche das eigentlich immer Lavandia. Aber manche sagen Lavandia, ich sag Lavandia, okay? Okay, so wird es sein, nicht? Ja? Falls ihr Nein gesagt habt, ist es mir egal, ich sag trotzdem ja. Oh, 24! Nice! Dickter! Ja, da könnte ich Kröte ein bisschen was ausrichten mit dem Blutstrahl. Stimmt, Dickter können wir auch noch fangen. 29, nice. Vielleicht entwickelt sich Kröte aber auch schon Level 32. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht. Was war es jetzt? Rettungsmittel. Schüssel, was ist jetzt? Du, das war's. Easy. Easy. Mit dir habe ich mich übernommen. Hier ist auch nur Gras, falls man Pokémon fangen will. Aber sonst ist es nutzlos. Du hast keine Chance, du kleiner Rabauke. Ah, drei Pokémon schon wieder. Boah, ihr seid so langweilig, ey, ganzen. Nee, komm, ich möchte jetzt mal das Grote wieder mal. Nein, was mache ich denn? Oh, das war dumm. Ich habe Blutstrahl natürlich. Hallo, dumm. Wie kann man so blöd sein?
So einfach. Was ist passiert? Du wurdest gerade gerackt. Das ist passiert. Yeah. Diddle-oo. Trau dich ruhig, mit mir zu kämpfen. Klar doch. Ich zerstöre eh jeden. Komm her, Digga. Ich zerstöre dich. Matzi! Oh, geiles Sprite. Richtig cute. Aber trotzdem müssen wir es vernichten. Au, das ist wirklich stark. Trotzdem muss es sterben. Schon. Beum, defeated. Volltreffer sogar. Sander Level 23, yeah. Okay. Das war zu viel des Guten. Es ist halt im Leben, ja. Ist es hier unten? Ach so. Ach, ich weiß, wo wir sind. Oh. Das ist eine sehr wichtige Route. Ich kann mal ein bisschen was verraten. Hier gibt es ein sehr seltenes... Okay, hier gibt es ein... Ja, ich komme. Es ist schon ein seltenes Pokémon, ja. Das kann man aber noch nicht fangen, glaube ich. Das ist... Man braucht dafür noch was anderes. Ja, ja. Ich sehe es hier schon. Ja, okay. Machen wir noch was anderes für. Yeah. Stimmt, da unten ist jetzt der Berg. Und da ist ein Pokémon-Center, was ich sehr befürworte. Mhm. Ach, sehen wir, wen wir da wieder haben. Der ist aber auch wirklich immer da. So, heilen. Bip, 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 bip. Baum, 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 baum. Dankeschön. Und tschüss. Ihr Element macht manche Pokémon anderen gegenüber stärker bzw. schwächer. Jo. Ich habe für ein nutzloses Nugget 5000 Poké-Dollar bekommen. Stimmt, das müssen wir auch mal bald verkaufen. Wir haben es ja immer noch. Und du? Willkommen. Wie geht's dir so? Ja, ganz gut. Ich habe gehört, dass in Lavandia böse Geister spuken. Pass auf, das ist echt gruselig, glaub mir. Ich hab zwar nicht wirklich Angst, aber gruselig ist es allemal. Und pass auf mit deinen Ohren. Wieso? Ich glaube, ich hab zu viel gesagt. Okay. Was meint er? Naja, egal. Jetzt werden wir noch herausfinden, was er damit meint. Hihi. Pokédex haben wir schon 17. Wie meint er 40? Glaube ich ihm eigentlich ehrlich gesagt nicht. Wieso hier diese ganzen Zerschneiderbäume sind, weiß ich nicht, im Remake. Und im zweiten Teil, in Johto, ist es auch das gleiche. In der zweiten Gen. Also wozu ist das hier da, diese ganzen Zerschneiderbäume? Die bringen nichts, du kannst einfach hier außen rumholen. Brauche nicht gegen die kämpfen. Was ist das hier? Felstunnel. Oh Gott! Ich habe da so böse Ahnungen, aber ich hoffe, das befürchtet sich nicht. Jedes Mal, wenn ich eine Pokémon-Arena bekämpft habe, wurde ich besiegt. Dann bist du einfach schlecht. Wenn du selbst gegen Grocke verloren hast und hier jetzt gerade in diesem Moment gegen mich kämpfst. Was ist falsch mit dir? Okay, du hast Pikachu. Okay, lass mich sehen. Sandama wird dich wrecken. Yeah. Pierwolf, bam. Was ist noch? Ein Pipi! Ist gut, zeig mal, was du drauf hast. Pipi! Level 20! Komm, mach mal meinen Skrull auf Level 30, okay? Ist das okay? Ja, oder? Ja. Tackle ist schwach. Ich muss Tackle wirklich mal verlernen lassen. Ach, nicht Duplex-Sieb. Das schlägt zweimal. Und nee? Dreimal? Normalerweise, heutzutage geht das, glaube ich, nur zweimal. Bis. Ja, bis macht schon mehr Schaden. Pfund! Ich habe aber keinen Pfund für dich, der war leider. Wäre wahrscheinlich, ich weiß. Aber egal. Nein, nicht schon wieder! Doch, leider schon. Also für dich leider, für mich nicht. Gut, jetzt will ich mal was überprüfen. Und? Ich hab's gewusst. Es ist dunkel alles. Das ist jetzt natürlich bitter. Normalerweise bräuchte ich dafür Blitz. Aber das ist jetzt blöd, weil ich hab, glaube ich, gar keinen Blitz, oder? Ich glaube nicht. Das ist natürlich jetzt doof, ne?
Oder sollen wir so in den Weg einfach... Obwohl, ist gar nicht so schlimm. Ich sehe mich selbst nur halt durch. Und die ganzen Leute. Aber ansonsten würde ich so rausheilen, oder? Oder? Eigentlich ja schon, ne? Haben wir Macholo schon gefangen? Ich glaube nicht. Ich fang's mal. Weil ich glaube, das haben wir noch nicht gefangen. Mach ich das mal eben. Ja. Ich gehe einfach ohne Blitz durch. Falls irgendjemand weiß, wo man Blitz herbekommt oder wie man da normal durch soll, dann könnt ihr es mir gerne in die Kommentare schreiben, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht wirklich glauben, dass man da ohne Blitz durch soll. Kann natürlich sein. Aber ich glaub's nicht. Glauben tu ich's nicht. Kraftprotz. Dieses Pokémon ist... Okay, das Sprite ist irgendwie andersrum, egal. Dieses Pokémon stehlt sorgsam seine Muskeln. Okay. Es trainiert sehr viel Kampfsportarten. Ich glaube, ich habe irgendwas falsch vorgelesen. Aber naja. Obwohl, ich kann einfach hier drin bleiben, ne? Ja. Ich setze Schutz ein. Boah, hey, es ist so dunkel. Seht ihr das? Selbst wenn eine Box hier ist dunkel. Seht ihr das? Wieso sollt ihr das nicht sehen? Item, natürlich brauche ich einen Schutz. Und dann suche ich mal nach dem richtigen Ort. Warte mal, kann ich, heißt das jetzt, ich kann keine Leitern oder so sehen? Meine Pokémon wollen kämpfen. Los geht's. Ich habe eh noch ein Fluchtseil. Also, ja. Oh mein Gott. Pokémaniac möchte kämpfen. Oh mein Gott, wie sieht der denn aus? Oh mein Gott. Eintrag. Oh, Tragosso, wie süß. Aber es wird direkt Aminako. Was, es lebt noch? Oh Gott, geh jetzt sterben, bitte. Stirb. Dankeschön. Und Fleckmon, ach komm. Come on. Dumme Fleckmons brauchen wir hier nicht. Fleckmon ist, glaube ich, auch Wasserpsycho. Auf jeden Fall ist es heutzutage so. Hier weiß... Ja, doch, glaube ich ja auch. Weiß Kampfkonfusion, das ist keine Psycho-Pokémon. Fleckmon, das bekannte, lahmste Pokémon der Welt. Ja. Game over. Für dich ja. Ich glaube, es ist nur so ein Weg. Ach so, man sieht die. Okay, gut. Das ist gut. Jetzt hätte ich wirklich Probleme gehabt. Ist ein Trainer? Ja, war klar. Zu Hause zeichne ich gern Pokémon. Alles zieht sich zusammen und da ist der Gegner. Ein Pokémon, schon wieder. Ein Fleckmon, das langsamste Pokémon der Welt. Bium, Sarze, Level 25. Nice. Hab einfach mal geskippt. Ich bin erschöpft. Ja, glaub ich dir. Ich habe Macholo noch im Team, ne? Nein, es ist kein Teammitglied. Auch wenn es nicht schlecht wäre. Ich werde hier keine Items suchen. Das ist ja kein 100% Run. Der Schuss wirklich mehr. Oh nein! Ich brauche aber Schutz. Ich brauche aber den Schutz. Ohne Schutz bin ich nutzlos. Das ist die gleiche Musik, glaube ich. Also, die Hürde hat, glaube ich, die gleiche Musik wie... Vatanaband. Nee. Egal, wie auch immer. Auf jeden Fall höre ich da wieder so ein bisschen Team Rocket raus. Keine Ahnung. Ich komme nicht oft hierher, aber ich will kämpfen. Team Rocket, da werden wir noch hinkommen. Da wird es später noch eine große Rolle mit Team Rocket geben. Ist ja kein Geheimnis. Glaube ich, kennt man ja. Pokémon ist das eh nichts Neues. Da brauchen wir unser Sander. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Nein, das war dumm. Ich brauche Patex. Brauche deine Hilfe. Du bist vergiftet, Patex. Level 27, das ist nice. Und Bisa. Oh, Bisasam. Das wreckst du doch easy, oder? Ja, easy. Oh, ich habe verloren. Ja, das hast du. Ich habe kein Gegengift. RIP. Nur ein Gegner. Oh, die Folge ist ja schon zu Ende. Oh, muss ich beeilen. Möchtest du etwas über Spaßvögel erfahren? Haha, du Spaßvogel. Hahaha. Das war nicht witzig. Ein Glumander. Oh Gott, nein. Ich brauch das Kröte da. Nein, das ist. Bin ich. Ja, egal. Egal, besiegt. Tragosso. Dann brauche ich nicht wechseln. Ich mach dich easy fertig. Level 30! Yeah!
Und das war's doch für dich. So weit, so gut. Das stimmt. Wir sind schon bald am Ende dieser Höhle. Ich würde sagen, wir hören ab hier auf. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Wir haben hier einen wunderschönen Black-Screen. Den könnt ihr gerne noch in den letzten 20 Sekunden betrachten. Links kommt ihr zur nächsten Folge. Rechts ist die Playlist und oben könnt ihr abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.